A campaign of shock and awe has begun. This startling message tonight being beamed into households at the front line of a growing COVID emergency. It is a graphic and confronting ad that is very much about the specific circumstances in Sydney right now. A COVID-19. Elsewhere, the rest of the country's being called to bear arms in Australia's pandemic fight. Now's the time to arm yourself, your family, your friends. Jeden Tag wird ein Präzedenzfall für die Beseitigung von Individuen und ihrer Freiheiten geschaffen, der immer offener, formeller und umfassender wird und in dem alle konfessionellen Hierarchien beteiligt sind. Wir sprechen von der Ausgrenzung derjenigen, die sich weigern, den Covid-19-Impfstoff zu erhalten. Einer der schwerwiegendsten Fälle, den wir in einem westlichen Land derzeit sehen, ist der in Österreich. Ab Februar 2022 zwingt Österreich seine gesamte erwachsene Bevölkerung zur Impfung und allen Verweigerern drohen Geldstrafen von 3.600 Euro, gefolgt von einer Geldstrafe von 7.200 Euro und oder 4 Monate Gefängnis. Deutschland hat gerade eine berufsbezogene Impfpflicht beschlossen für Heime und Kliniken. Wie lange wird es dann noch dauern, bis es die gesamte deutsche Bevölkerung treffen wird? Denn laut unserem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach sind Geldstrafen für Ungeimpfte bereits unvermeidbar. Mit dem Jahr 2022 wird der Great Reset beginnen. Manche sprechen von einer Säuberung. Freiheitsliebende Menschen werden für staatlich und kirchlich geförderte Impfverpflichtungen ins Gefängnis wandern. Das ist in vielerlei Hinsicht falsch. Unabhängig davon, wie du zu Impfstoffen stehst, müssen wir uns alle gegen diese repressiven, unterdrückenden Impfstoffzwang aussprechen, der nämlich Menschen ins Gefängnis bringt und Familien zerstören wird. Doch stattdessen haben sich religiöse Organisationen mit dem Staat verbündet, um die Ideologie des Tieres aus dem biblischen Buch der Offenbarung zu fördern und zitieren Papst Franziskus, der sagte, dass die Impfung ein Akt der Liebe sei, um das Gemeinwohl zu fördern. Gott sei dabei der Dank zu geben. Er soll es gewesen sein, der uns diese Impfungen beschert habe. Und wer kann sich jetzt noch gegen eine solche Überzeugung stellen? Wenn Gott uns hier angeblich führt, durch Druck, Zwang, Unlogik, Angst, Hetze und so weiter, dann sage ich dir, da frage ich mich ganz persönlich, welchen Gott ich denn dann in den letzten Jahren gedient haben soll. Denn sagt uns 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7 nicht, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wenn dies alles nicht ein Vorläufer des Malzeichen des Tieres ist, bei dem Kirche und Staat zusammenarbeiten, um die Gewissensfreiheit zu verletzen, was soll es dann bitte sein? Denn wahre christliche Liebe und Moral sind dem Schutz des menschlichen Lebens und der Freiheit gewidmet. Echte Menschen werden hier durch diese Zwangsimpfungen verunglimpft und bestraft. Und dies ist ein Verstoß gegen die Menschlichkeit und die Grundrechte jedes Menschen. Die Religionen behaupten, Liebe zu predigen, aber ihre Vision von Liebe ist eine, die Unterdrückung und Verfolgung als Teil des Great Reset begrüßt. Es ist daher erstaunlich, wie die moderne Kirche so blind geworden ist, dass sie die biblische Liebe Gottes gegen etwas eintauscht, das es rechtfertigt, dass ihre Mitglieder zu Geld- und Gefängnisstrafen verurteilt werden, ohne etwas zu sagen. Viele Gläubige schließen sich der gängigen Meinung derzeit an, dass es eben anders nicht mehr geht und diese Strafen notwendig und gerechtfertigt sind, selbst wenn es ihre eigenen Glaubensgeschwister betrifft. Masken und soziale Distanz waren die ersten Schritte, gefolgt von Covid-19-Impfungen und Pässen. Jetzt soll jeder ausnahmslos, der sich nicht impfen lässt, mit Geldstrafen belegt und inhaftiert werden. Die Frage ist, wohin
wird der Weg zur Tyrannei und zum totalitären Staat uns führen, wenn sich die Kirchen jetzt nicht gegen diese Missstände aussprechen. Werden vielleicht als nächstes ungeimpfte Eltern in der Folge das Sorgerecht für ihre Kinder verlieren? Traut sich noch jemand zu behaupten, dass dieser Wahnsinn ein Ende finden wird? Wir beobachten ja bereits, dass sozusagen zum Wohle aller alle ungeimpften Menschen als Aussätzige abgestempelt werden. Sie werden gemieden, als trage man den potenziellen Tod mit sich und werden in Konzentrationslager deportiert, wie wir es unter anderem in Australien bereits sehen. Australia. Until recently, that country was most famous for its sunshine and relaxed attitude. Well, since the COVID pandemic hit, we've all got to know another side of Australia, with some of the longest and most stringent lockdowns and travel restrictions in the world. It's become a case study of what happens when a government will do anything to keep COVID numbers low. Their latest policy is to build special camps, COVID internment camps, to which infected and suspected infected people are moved. The biggest of these camps is called Howard Springs. It houses up to 2,000 inmates, surrounded by tall fences and carefully policed against attempts to escape. It's been described as the gold standard of such camps and is being replicated across Australia. Joining us today on the line from Darwin in the Northern Territories is Hayley Hodgson. She has just returned from a 14-day, let's say, stay at Howard Springs. So Howard Springs is the biggest COVID camp in Australia, isn't it? It's a huge network of cabins that is built to house potentially infected people. Yeah, so they are literally bringing in now hundreds of people that are of close contact or that have COVID. So it doesn't even matter if you test negative on your first test, your second or your third. They need to, because you're a close contact, you have to stay in there for 14 days, no matter what. So these two policemen, what is the choice they give you exactly? It's come with us in this van, or you get a $5,000 fine. Yeah, and I later on I was negative. The whole time I was there, I was negative. And I said, once these go negative, am I allowed to leave? And she said, no, you're here for the 14 days. We can, but we're only allowed to stay in our designated areas, which is nothing, maybe 2 meters. We have a deck that we're allowed to go out and maybe get a little bit of sunlight, but that is it. If you get caught off your decking without a mask on or anything, you get a $5,000 fine. Well, it makes no sense, or it doesn't seem right to you. That is the land, and that's what the law is there, and that's how it goes, yeah? So during that whole time, how many times were you tested, and did you ever test positive? Never tested positive at all, and I was tested 3 times. So at the moment, you haven't had COVID? Never had COVID, and I was of close contact to someone, never got it, and I was treated literally like a criminal. What's happened to you since you came out? I no longer have a job, as I was casual at where I was working, so I am now unemployed. There's been a lot of press in Australian media about how these camps are really luxurious and it's like having a holiday. Did it feel like a holiday for you? No, no way. You are literally trapped in a box on your decking with fences all around you, cameras everywhere. Like it's just astounding. Like you're literally treated like a prisoner in there. What is happening, do you think, to Australia and to your country? Well, it's so hard. It's like people aren't, you know, we just abide by the rules and we're just going with the flow, but this flow doesn't seem to be getting any better. Like, you know, we have hardly any numbers and they're doing this to us still. It's just crazy. But the unvaccinated people who choose not to be are just looked at like prisoners and that they're doing the wrong thing. At any stage of this process, did anyone tell you your rights? Have you had any contact with a lawyer? Has there been any kind of legal process? Nothing. I've had nothing. I
yeah, literally, it's just, it's so hard. Nobody knows. That's the thing. So it's like you're on your own in these situations, and you know, you're just left. That's all. Like, there's no help when you're in this camp, and there's no help when you're out of this camp. Your mental health, it's just, as I said, like, you're in a box, your mind's just going a million miles an hour, you feel horrible, you feel, yeah, it's just horrible what they're putting people through, because you feel like you've done something wrong when you haven't. All you were doing is going about your normal life, and you were close contact with someone who was ill. That's all it is. Wo sind jetzt die Kirchen, die Mitgefühl für ihre Mitglieder zeigen und die Rechte der Ungeimpften verteidigen? Tragischerweise kümmern sich die meisten Kirchenvertreter nicht um diese Seelen. Sicher, ja, sie nehmen ihre Liebesgaben und Geldspenden entgegen, aber scheint ihnen egal zu sein, was mit ihnen geschieht? Die Verantwortlichen für die Religionsfreiheit vieler Kirchen verteidigen diese Mechanismen zur Durchsetzung der Impfung und erklären deutlich, dass sie keine Verletzung der Religionsfreiheit darstellen. Was ist nun mit den berühmten Reden über die Menschenwürde jedes Menschen, unserer religiösen Verantwortlichen? Sind die Ungeimpften keine Menschen? Haben sie nicht auch grundlegende Menschenrechte? Sind wir persönlich damit einverstanden, dass das Leben unserer Mitglieder und ihrer Familien durch hohe Geld- und Freiheitsstrafen ruiniert wird? Oder geht es uns nur um ihre Brieftaschen, ihren Zehnten und nicht um ihre Seelen? Oder sind wir so in der Ökumene verwurzelt, dass wir zur gleichen Zeit mit den Wölfen heulen? Ich meine, Paulus warnte deutlich vor Wölfen in Schafspelzen, die in der Gemeinde Gottes auftreten werden. Es ist nicht das erste Mal, dass die sogenannten Gläubigen auf der falschen Seite der Geschichte stehen, und ich sage dies zu ihrer ewigen Schande. Denn die meisten Christen haben die Übel der Sklaverei weitgehend ignoriert. Und auch die Mehrheit der Christen in Deutschland und Europa hat zu den Gräueltaten der Nazis geschwiegen. Das Dritte Reich hat uns gezeigt, wie man durch Propaganda von Kirche und Staat Menschen emotional gleichschaltet. Traurigerweise verschließen die meisten Christen heute, einschließlich einige meiner eigenen Glaubensbrüder und Schwestern, die Augen vor der vorsätzlichen groß angelegten Verfolgung der Ungeimpften. Und schiebt man heute nicht denen, die nicht anders wissen, sich zu wehren und friedlich protestieren gehen, die Antisemitismuskarte in die Schuhe? Und so glauben viele Christen der neuzeitlichen Propagandamaschinerie und stimmen einmal wieder mit ein. Damals, wie auch heute, macht man einfach weiter. Damals, wie heute, hätte man es schon lange wissen können. Und nicht nur die katholische Kirche, sondern auch die evangelische Kirche kollaborierte mit den Nazis. Und sie machten sogar aktiv mit im Nationalsozialismus. Beim Eid auf den Führer kniffen die wenigsten Theologieprofessoren. Man öffnete den Nazis sogar die Kirchenbücher und half somit, getaufte Juden auszuliefern. Schließlich schloss die Kirche nicht-arische Menschen aus ihrer Gemeinschaft aus. Und der traditionelle Antijudaismus schloss sich problemlos an rassischen Antisemitismus der Nazis an. Und als die Nazis begannen, Menschen aus ihrer Gesellschaft zu entfernen, machte sich das deutsche Volk durch sein Schweigen mitschuldig. Und dies galt insbesondere für die Kirchenführer. Einer von ihnen war Pastor Martin Niemöller. Er ist der Autor des Gedichts »Zuerst kamen sie«, das das Schweigen und die Feigheit des deutschen Volkes einschließlich seines eigenen illustriert. Hier Martin Niemöllers eigenes Bekenntnis. »Zuerst kamen sie wegen der Kommunisten, und ich habe mich nicht gewehrt, weil ich kein Kommunist war. Dann kamen sie wegen der Juden, und ich habe mich nicht gewehrt, weil ich kein Jude war. Dann kamen sie wegen der Gewerkschafter, und ich habe nichts gesagt, weil ich kein Gewerkschafter war. Dann kamen sie wegen der Katholiken, und ich habe nichts gesagt, weil ich Protestant war. Dann holten sie mich. Und zu diesem Zeitpunkt gab es niemanden mehr,
der sich zu Wort meldete. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das lehrt uns die Bibel bereits. Und auch die Geschichte lehrt uns, dass dieser Vergleich nicht zugespitzt ist. Denn sehen wir doch immer mehr, welcher Geist sich in dieser Gesellschaft offenbart. Wie geht's denn hier? Habt ihr Angst, dass die nächste und übernächste Woche noch mehr Leute hier sind? Und dann macht ihr wie in Holland, schießt ihr dann auf die Leute, oder was? Könnt ihr abends noch im Spiegel gucken? Ja. Ich selber versaut. Ich kann das. Dass die anderen Leute töten? Ich töte andere Leute. Indirekt schon. Genauso sieht's aus. Dass die anderen Leute töten? Ich töte andere Leute. Indirekt schon. Genauso sieht's aus. Ich töte andere Leute. Genauso ist es. Sie sind indirekt vom Mocker, weil sie hier andere Leute anstecken, wissentlich. Sie stecken hier eh nicht so weit rein, ne? Wie sind jetzt hier, falls wir rankommen? Ungeimpft, wie sie sind. Stellchen, deswegen. Naja, unterstelle ich ihn. Ja, genau, das macht das seit anderthalb Jahren. Und die ganze Bundesbürger unterstellt ihr, das sind alles Mörder. Habe ich recht oder habe ich nicht recht? Womit? Na, ist es so oder ist es nicht so? Was, dass ich Mörder bin und du ein Spinner? Sind sie geimpft oder sind sie nicht geimpft? Ja. Na, was denn? Sind sie geimpft oder nicht? Also habe ich recht oder habe ich nicht? Ja. Bin ich ein Mörder oder bin ich keiner? Bin ich ein Mörder oder bin ich keiner? Sie haben jegliche Menschlichkeit verloren. Bist du nicht ganz dicht in deinem Schädel? Ich weiß die Menschlichkeit ab, weil es genau das, wissen Sie, was Menschlichkeit ausmacht? Was denn? Dass du mich Mörder nennst, dass du hingehst, dass du hingehst. Nein, kann ich nicht mehr. Und mit Menschlichkeit abschließt. Was bin ich denn? Ich bin sie. Wenn wir uns jetzt neutral verhalten, während ungeimpfte Männer, Frauen und Kinder schikaniert werden und ihr Leben und ihr Vermögen bedroht werden, sind wir Teil des Problems. Dann können wir von einer Pandemie des Schweigens sprechen oder vom Schweigen der Lämmer. In Jesaja 59, Vers 3 heißt es: Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Unrecht. Eure Lippen reden Lügen. Und eure Zunge dichtet Verdrehungen. Unsere Brüder und Schwestern im Glauben werden angegriffen. Und der Rest des Leibes Christi hat die Verantwortung, sich für sie einzusetzen und sie zu unterstützen. Wenn wir das nicht tun, werden wir uns bald unter den Verfolgten selbst wiederfinden. Denn es ist nur eine Frage der Zeit. Aber leider, so glaube ich, dass unsere religiösen Führer dieses besondere Problem ignorieren werden, bis es sich anschleicht und sie selbst von hinten erfasst. Wenn sie sich jetzt nicht zu Wort melden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Löwen kommen und sie holen. Seine Wächter sind blind, sie wissen alle nichts, stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können. Sie liegen träumend da, sie lieben es zu schlafen. Wir machen uns mitschuldig an der gegenwärtigen Krise, wenn wir jetzt schweigen. Wenn ungeimpfte Männer, Frauen und Kinder schikaniert werden und ihr Leben und ihr Vermögen gefährdet sind. Unsere christlichen Brüder und Schwestern werden verfolgt und der Rest der Kirche hat die Verantwortung, sich für sie einzusetzen und sie zu unterstützen. Nochmals. Wenn wir das jetzt nicht tun, werden wir in kürzester Zeit zu den Verfolgten gehören. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Denn wenn der Wolf kommt, die Gefahr droht und der Wolf es schafft, die Schafe voneinander zu trennen, wird der Wolf Erfolg haben. Lassen sich die Schafe aber nicht beirren, sondern schließen sich zusammen,
Wissend, dass sie einem allmächtigen Hirten dienen und vertrauen können, wird der Wolf das Seine suchen und die Flucht ergreifen. Meine Lieben, lass mich deutlich sein. Gott ruft jeden Christen, ja jeden Siebenten-Tags-Adventisten, ob in Leitungsposition oder als reguläres Gemeindeglied, zur Verantwortung, das Schweigen der Lämmer zu brechen. Und wenn du mehr über den großen Konflikt zwischen Gut und Böse erfahren möchtest, wo dieser Geist hinsteuert, bestelle dir noch heute kostenlos das Buch Vom Schatten zum Licht bei projekt7.media und finde Antworten, Hoffnung und die Lösung, nämlich der Weg und die Wahrheit und das Leben. Möge Gott dich segnen. Maranatha.